Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmachtstraum mit Lego Super Marvel Heroes 2, dem Klötzchenabenteuer. Es geht weiter, nachdem wir im letzten Part den Endboss hier etwas zurechtgewiesen haben. Mal schauen, was als nächstes kommt. Es sieht so wunderschön aus, Ravonna. Chaos, Blutvergießen, allein mein Werk. Ravonna, mein kleiner Belagerungsturm. Eigentlich sollten die Fensterputzer doch immer donnerstags kommen. Also jetzt hört mal. Geht mir aus dem... Sonst könnt ihr ab morgen ganz woanders putzen! Stimmt, die Verwüstung schreitet wirklich voran. Aber die Avengers geben nicht auf. Es scheint, als hätten sie neue Hoffnung geschöpft. Wie könnte das sein, eure Kängschaft? Wer in Chronopolis wäre denn so töricht, gegen euch zu intrigieren? Ja, genau. Wer? Selbstverständlich niemand. Wisst ihr was? Ihr beide müsst mich nicht unbedingt begleiten. Das Sanktum ist hier ganz in der Nähe. Und das Buch von Vishanti ist wahrscheinlich... Moment, da kann ja fliegen. Eines dieser immens wichtigen Zauberbücher, das ist immer schneller, als zu Fuß zu gehen. Es wurde doch schon einmal gestohlen, nicht wahr? Ich wette, dass es schon einmal gestohlen wurde. Nun... Ah, da sind wir ja schon. Einmal vielleicht... Dann ist es zu wichtig, um eine einzige Person loszuschicken. Hören wir auf zu quatschen und holen das Ding. Das ist das Sanktum, oder? Erinnerst du dich noch an das geheime Klopfzeichen? Ein Viereck muss ich ziehen. Ja, ich glaube, ich kriege es noch hin. Mit Sicherheit. So schwer war es ja nicht. Diese ganzen Gefahren. Ha, wer braucht schon Türgriffe? Einmal das Buch von Vishanti. Kommt sofort. Und rein da. Mit der Geschichte fortsetzen, natürlich. Deswegen sind wir ja hier. Gerade wenn man denkt, es kann nicht noch seltsamer werden, haben die Helden unserer Stadt vor, Kang mit dem bescheuertsten Plan zu besiegen, den ich als Reporter je gehört habe. Sie setzen auf Cosmo, den Weltraumhund, und auf den Planeten Nowhere, den riesigen Schädel eines Weltraumriesen am anderen Ende der Galaxis. Tony Stark ist überzeugt, dass es auf Nowhere irgendwas gibt, mit dem man Kangs Verteidigung ausschalten kann. Um das aber nach Chronopolis zu bringen, müssen unsere Helden alle Nexus-Splitter einsammeln, die Dr. Strange dann wieder zusammensetzen soll. Weil er irgendein Buch voller Magie-Unfug braucht, um das zu schaffen. Warum lässt er nicht eine anständige Tasse Kaffee erscheinen, ne? New York geht der Kaffee aus, Leute! Ja, man sieht auch, warum der Kaffee ausgeht. Gemütlich hier, Doc. Oh, danke. Aber Wong richtet hier alles ein. Zu freundlich, Sir. Hauptsächlich schwedisches Sperrholz. Wong, wir brauchen das Buch von Vishanti. Es ist vielleicht die letzte Hoffnung gegen Kang. Natürlich, Sir. Würdest du es bitte für mich holen? Nichts lieber als das, Sir. Leider weiß ich nicht, wo es ist. Ihr solltet besser auf eure Sachen achten. Ich achte sehr wohl auf... Also hilfst du mir jetzt bei der Suche? Vielleicht ist es in der Vitrine von Vishanti, hinter dem Staubsauger. Wenn es da nicht ist, überlegt, wo ihr es versteckt haben könntet. Beim Allsehenden... Moment, ich erinnere mich tatsächlich. Ich habe es mit 5 Runenschlössern verschleiert. Dann suchen wir mal die 5 Runenschlösser. Dann mal los, bleibt Freunde. Mir ja nichts anderes wir übrig. Wir müssen das Buch von Vishanti wirklich so schnell wie möglich finden. Also wie komme ich da? Ah, mit Black Panther. Darauf, ob bei eurer Suche irgendwelche Möbelstücke zu Bruch gehen. Oh. Lieb von ihm, uns quasi seine Erlaubnis zu geben. Die Runen werden und uns sagen, wo ein sich das schönes Viereck. Also müssen wir sie zuerst finden. Sehr gut. Dann suchen wir jetzt noch die anderen. Geht doch. Gar nicht so schwer. Anscheinend gibt es selbst für mich als Sorcerer Supreme noch viel zu lernen. Na, was kann er hier machen? Oder? War das nur das Symbol dafür, dass ich hier in der Ecke stehe? Hey! Helft mir mal, ja? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Den Stanley. Wo ist Stanley? Man kann auch. Wie geil! Hilfe! Ja, Moment, wenn ich wüsste, wo du bist, würde ich dich auch retten. Wahrscheinlich da oben irgendwo, hm? Irgendwo so auf der Seite. Vermutlicherweise. Ah, in der Kiste, ne?
Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Keine Ahnung. Wie kriege ich die Kiste auf? Jemand eine Idee, wie ich die Kiste aufbekommen soll? Die Tür zum Dachboden ist abgeschlossen und wir haben keine Zeit, den Schlüssel zu suchen. Wir improvisieren einfach, okay? Was soll man auch sonst machen, außer improvisieren? Okay, Stanley, ich weiß nicht, wie ich dich aus der Kiste rausbekommen soll. Ich kann mir das auch wirklich nicht denken. Tut mir leid, Stanley. Da musst du halt mit leben. Das Erste. Ah, ist ein Fall für She-Hulk. Hier macht die Gülle nämlich nichts. Nehme ich mal an. Ach, Doktor. Ich habe doch den Schlüssel zum Dachboden bei mir. Was? Warum sagst du das erst jetzt? Was soll's? Was kann man da oben mitmachen? Ganz cool. Kann man da vielleicht... Ich schaff das. Moment. Oh. Nee, das war nicht Sinn der Sache. Jetzt noch mal zu bauen, aber... Was zur Hölle? Ey, Wapo, Spidey. Mach das mal anständig. Spidey, mach das anständig. Oh, warum halt einen anderen? Geh mal weg, Spider-Man. Voll. Ah. Super Hilfe. Ja. Schön für dich. Ah, B und... Eine weitere Rune. Das läuft ja ganz gut bis jetzt. Gut, haben wir Nummer 2. Schon wesentlich cooler als die Kaninchennummer. Okay, das ist ein bisschen komplizierter, man kann machen, wie man will, also... Es gibt keinen bestimmten Weg, den man braucht. Man kann einfach machen. Ja, gut. Nummer 2. Ja? Mal gucken, was hier noch so ist. Scheinbar nichts Großartiges. Kann man darüber rüberhüpfen? Ja, Ist an dem grünen Zeug mal schön draufgegangen. Meister der mystischen Künste herausfordern? Na dann. Warum gibt's hier bitte in seinem Schloss Gegner? Kann man mal einer erklären? Gehören diese kleinen Krabbelfiecher irgendwie dazu? Oh nein. Das sind Hirnmaden aus der dunklen Dimension. Wird kaputt gehen. Stimmt etwas nicht. Ah, die hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich weiß auch nicht, wo die plötzlich hergekommen sind. Oh, komm, Spidey, mach das Regalblatt. Außer Spesen nichts gewesen, ha? Huh? Wie, 1 von 5? Was habe ich denn jetzt erwischt? Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Tja, dort wüsste ich auch gern, warum du immer in der Patsche landest. Hey, häng dich ruhig mal da dran. Da muss doch noch ein Trick dabei sein. Okay. Was kann ich da tun? Hey, helft mir mal, ja? Moment. Muss man da mal angucken. Hier ist nichts Großartiges. Da kann man wieder was bauen. Bumm. Eine Mumie. Oder was soll das sein? Ach, da hat das Feuer ausgemacht. Jetzt kann man nächste Rune. Aha. Wir haben anscheinend eine weitere Rune gefunden. Geht doch. Ich halte grundsätzlich lieber etwas Abstand, wenn du sowas machst. Na, und geschafft.
Sehr schön. Nummer 3. Jetzt fehlen nicht mehr viele. Nö, viele fehlen wirklich nicht mehr. Was das denn? Soll leider keine Black Panther noch im Sand puddeln, ne? Auch was Schönes. Schön, wie er schwebt. Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Hey, ja, hey, ja. Ich find's cool, ne? Also, mir gefällt das. Aber die Treppen hoch kann halt viel nicht gehen. Und dann noch nach links. Ist da noch ein Raum irgendwo? 2 von 5. Ich würde gerne wissen, wie ich diese Truhen aufbekomme. Oh. Es ist eine Mimik-Truhe. Ich weiß dich schon in deine Schranken. Komm her. Komm her. Geht doch. Ha. Ist immer so einfach, wenn diese Truhen kaputt zu machen. Moment, ich versuch's nochmal. Ich schieß mal nochmal mit aller Kraft auf die Drohne drauf. Das ist auch eine Mimik-Truhe. Da geht das eigentlich ohne Probleme, aber hier nicht. Okay, hier ist noch was. Was soll denn das bringen? Das ist eine. Kann man doch normal. Ja, mit Star-Lord kann man da eine Vakuumbombe anbringen, ne? Bringt uns gerade nichts, weil mehr Star-Lord mit dabei haben. Ey, ihr Mistviecher. Warum kann ich jetzt nämlich schießen? Alles schön den Erdboden gleich machen. Das war wenigstens mal keine Mimikiste. So. Zum Tisch kann man anscheinend auch reiten. Mistviecher da. Überall diese Mistviecher. Die Hirnmaden haben mir aber ganz schön gewütet. Vielleicht könnte ja eine kleine Zeitmanipulation wieder für Ordnung sorgen. Schauen wir mal. Die Zeit manipulieren, nur weil du zu faul bist, deine Bibliothek aufzuräumen? Findest du das nicht ein wenig leichtfertig, Doc? Das ist ein Notfall, Spider-Man. Ich halte es deshalb für gerechtfertigt. Ja, ich finde es auch okay. Nicht schon genug Schindluder mit der Zeit getrieben hätte. Ich finde es auch okay. Also das, anstatt aufräumen, die Zeit manipulieren. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich es könnte. Gehe ich mal von aus. Da! Auf jeden Fall ist hier vorne was. Irgendwas ist doch hier. Man sieht's doch. Moment, was ist denn hier? Da ist die nächste. Oh, muss ich wieder runterlaufen lassen. Mist. Muss ja wieder kaputt machen, ne? Weil ich mir aufgebaut habe davon. Ach, diese Karten muss ich. Ah. Gut zu wissen. Und wieder zusammenstürzen lassen. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Jetzt kommen wir auch dahin. Ui, das sieht aber schon ein bisschen komplizierter aus. Coole Lichteffekte, Doc. Oh. Und Bingo! Nummer 4. Wissen wir. Kann man hier irgendwas machen? Bestimmt, aber ich kann es natürlich nicht. Go, dann gehen wir mal zum nächsten Bereich. Und suchen die letzte Truhe. Also, ja, das letzte Scheiterchen, die letzte Rune. Wird wohl da oben sein. Ich gehe mal stark davon aus. Ich mache euch alle fertig. Spidey, komm mal her. Mach mal deinen Job hier. Da tippt man ein bisschen drum rum. Was zur Hölle?
Oder am Bau. Mal den Boden wieder ganz gemacht. Auch gut. Hier bedarf es lediglich einer minimalen Korrektur. Tja, aber leider fehlen auf deinem Fußboden ein paar Fliesen. Jetzt nicht mehr. Darum müssen wir uns zuerst kümmern. Die Fliesen haben wir doch. Ah, da hinten fehlen noch Fliesen. Okay. Ich will noch wissen, was das für ein weißes Ding da ist. Kann ich da irgendwas mit... Ach, brauch mal nicht Iron Man, ne? Anscheinend gibt es selbst für mich als Sorcerer Supreme noch viel zu lernen. Super. Ich mag das irgendwie gar nicht, dass man in jedem Level mit einem anderen Trupp wieder rein muss. Haben wir auch Iron Man. Gut, erstmal Ski-Hike nehmen. Dann bauen wir den Boden mal nochmal ganz. Haben wir jetzt alle Löcher gestopft? Bin nicht sicher. Hey, da hinten ist noch eine blaue Münze. Wie sammeln wir dann hier auch alles? Kann man da irgendwas drin machen? Nö, eher nicht, ne? Ist nur ein Raum. Man kann zwar reingehen, aber ist nichts. Hoffe ich zumindest. Hm. Wo ist Dr. Strange? Wenn man ihn mal braucht. Kann ich noch nichts tun. Wieso, was fehlt noch? Bin hier noch nicht fertig. Mit was auch immer ich hier tue. Wo soll ich dann jetzt die Zeit manipulieren? Er hat doch gerade gesagt, du brauchst nur eine geringfügige Manipulation der Zeit. Aber was manipuliere ich denn hier? Jetzt hör doch auf, Junge. Hm. Schon komisch. Ich habe den Fußboden repariert, so wie sie es wollten. Auf beiden Seiten. Aber oh, sonst nichts. Kann man das verschieben? Ah, das muss man in die richtige Reihenfolge machen. Das ist blau. Moment. Das ist blau. Das ist hier falsch. Das machen wir mal dann weg. Auf Seite. Das ist rot. Mist. Muss ich ja echt hin und her schieben, bin Idiot. Okay, erstmal rot hier hin. Oh, Pixel. Moment. Ah. Nee. Oh. Ich stelle mich doch gerade ein bisschen blöd an. Aber das kriegen wir hin. Na, warum bist du so empfindlich in der Hinsicht? Hat er wieder zu weit geschoben, ne? So, jetzt aber. Komm. Da geht nämlich immer ein Stück zu weit und. Sehr gut. Jetzt kriegen wir es hin. Schieben wir blaue runter. Warum ist eigentlich das X immer eingeblendet? Und das blaue runter, dann tauschen wir das rote mit dem grünen, dann stimmt schon mal die Seite. So, schieben wir das rote runter. Dann schieben wir das hier. Klar lang. Um die Kamera drehen könnte, wäre es natürlich ein bisschen hilfreich, kann man aber nicht. Oh. Warte, Dr. Strange, hör auf, an dem Roten zu ziehen, du musst doch lang. Na, endlich. So, jetzt das Rot. Oh, da leck mich doch. Das Rote da runter. Und da rein. Nummer 1. Die eine Seite mal fertig, jetzt noch die andere. Das Buch, das wir hier suchen, das besitzt du doch wirklich, oder Doc? Ich bekomme nämlich langsam das Gefühl, dass das nur ein Trick ist, damit ach, wir was. Die Bude neu einrichten. Und ja, das könnte natürlich eure sein. Eure Arbeit ist unbedingt notwendig, obwohl ich zugeben muss, dass es jetzt tatsächlich etwas hübscher aussieht.
Naja, zwei Dinge mit Ei auf einen streichen, ne? Ist ja nicht gerade so unpraktisch, wenn man mehrere Sachen auf einmal erledigt. Hat man sich die Arbeit später gespart. So, jetzt hat Rot hier rein. Oh, geht auch mal. Warum lasche dran vorbei? Geht doch. Ich nehme jetzt erstmal die richtige Reihenfolge, wie ich es eben hätte auch machen sollen. Ist jetzt kein super schweres Rätsel hier. Ist nur ein bisschen hakelig, weil man halt die Kamera nicht drehen kann und die Position ist nicht gerade sehr. Oh, ne? Man sieht, das ist halt nicht sehr günstig. Zack. Und dann noch blaue noch da oben. Dann haben wir es. Dann sollte es hier weitergehen. Komm schon. Richtige Reihenfolge? Jawohl. Wir haben die letzte Rune. Gut gemacht, meine Lieben. Das war's bestimmt noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon die Mission vorbei ist. Oh je. Mann, dieser ganze Magiekram ist schon verrückt. Ja, ein bisschen. Oh, hoch, rüber, drunter und fertig. Jawohl. Schafft. Schnell, kommt her. Ich sagte doch, es ist an einem sicheren Ort. Gut gemacht, Sir. Weg. Nix da. Oh. Mordo. Nicht. Du sahst so aus, wie du gerade vom Klo kommen, oder? Kang kniet schon bald vor dem großen Dormammu. Und Chronopolis wird Teil der dunklen Dimension. Aber wie hast du das Rätsel meiner magischen Schlösser gelöst? Schlösser? Das Buch lag in der Vitrine von Nesanti hinter dem Staubsauger. Gib besser auf deine magischen Gegenstände Acht. Nicht so schnell, Mordo. Lass uns diesen Kampf in der Spiegelwelt austragen. Lächerlich, Strange. Deine Abwehrspiegel halten mich nicht lange auf. Mordo! Als ob ein anderer als Dormammu über diese neue Welt herrschen könnte. Nächstes Mal noch einen Checkpoint erreicht. Wir können unnötig viel oft sterben. Wir sollten lieber gemeinsam gegen Kang kämpfen. An der Zimmerdecke kämpfen? Damit werdet ihr nicht. Okay. Meine Güte. Passt auf, Leute. Oh, mir hat Spidey zerrissen. Wo ist er? Dr. Strange, wo bist du? Da hinten irgendwo. Oh, das tut weh. Chance zu gewinnen. Komm nur her! Ich mach dich fertig. Ja, da steckt ganz schön was ein, ne? Ist schwer gegen ihn, da Damage zu machen. Das werden wir ja sehen, Mordo. Ich geh mal hinten noch die Steine einsammeln. Mit dieser Hub. Oh, komm schon. Lass mich wenigstens ein bisschen hitten. Alles, was existiert, wird der dunklen Dimension. Gibt's doch gar nicht. Oh, warum geht das nicht? Spidey! Oh Gott, hat euch ja noch geklont oder was? Schnappt sie euch, Hirnlose! Dient eurem Meister Dormammu! Oh oh! Wir werden mit Brocken beworfen! Ihr habt nicht die geringste Chance. Das sind echt viele harte Gegner. Stell dich doch nicht so an,
Geht doch. Da vorne ist noch einer. Wie mache ich denn das jetzt? Ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Plan. Euer spawnt ja immer neu. Alles, was existiert, wird der dunklen Dimension getrennt. Jetzt wirklich fraglich, wie ich den kaputt krieg. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin da ein bisschen. Die Lasertypi sind ja jetzt platt und. Okay. Dem ist, glaube ich, jetzt schön schwindelig. Au. Ihr habt nicht die geringste Chance zu. Ja, ich weiß ja nicht, was ich machen muss, um zu gewinnen. Und das war's schon. Ich musste nur eine bestimmte Anzahl oft treffen. Ah. Nehmt dies! Wir gehen dir langsam auf die Nerven? Echt? Du gehst mir voll auf die Nüsse. Oh, verdammt. Ich sterbe hier am Fließband, mein Freund. Am Fließband. Weil es so schwer ist, hier irgendwie Schaden zu machen. Oh, mit seiner Attacke nervt er auch wirklich die Leute. So, mal noch Doppelattack hier. Lass mich doch wenigstens dazu kommen, dich zu verdreschen. Bist du da drin, Strange? Du bleibst schön hier. Oh, muss er mit dem Schrott kommen. Komm her. Sicher, der haut direkt schon wieder ab, man kommt da gar nicht dazu, überhaupt richtig Damage zu machen. Das ist sehr nervig. Und nicht gerade spielfördernd. Also ich meine jetzt. Na, Spielspaß war das. Wenn ich einen Kampf so in die Länge zieht. Muss man mal kurz darüber gehen, damit ich das erzielen kann. Vorhin hat es gereicht, einfach mal wieder zu hitten. Irgendwann sind sie dann immer nachgespawnt. Ich reiß jetzt wieder einfach nur immer wieder drauf zu bolzen. Ist echt nicht ohne. Wenn man gar nicht so richtig spät, was man machen muss. Ich habe nicht wirklich keine richtige Ahnung, was ich hier machen muss. Vorhin hat es auch immer getriggert und ich weiß bis heute nicht wieso. Bist du da drin, Strange? Bin nicht sicher. Was ist denn das da? Ah, so ein Kanister. Oh, kommt schon, ey. Jetzt ist er wieder weg, ne? Ist echt zäh. Ist jetzt der zäheste Gegner. Ihr habt nicht die geringste Chance zu gewinnen. Ach, jetzt hör doch auf. Fängt das schon wieder mit der Kacke. Oh, jetzt muss hier halt schön zerrissen. Nicht fliegen! Hat ja keiner erlaubt zu fliegen. Oh, schon wieder das, ne?
Jetzt muss ich zu She-Hulk wechseln, sonst komme ich da nicht raus. Und dann haut er direkt nochmal ab. Wie er die ganze Zeit macht. Ja, weg ist er wieder. Zieht sich wie die Sau. Also ist unnötig, wie sich der dort zieht. Macht jetzt keinen großen Spaß. Nicht, dass es jetzt schwer ist oder so, ist einfach nur. Zieht sich halt. Geh kaputt einfach. So, jetzt muss ich nur hin in die Klonele, in die reinholzen. Bis zu platzen. Was ewig lang dauert. Sinnlos. Die haben einen bestimmten, anscheinend eine bestimmte Art Damage, also. Irgendwann sind sie dann weg. Zumindest wüsste ich nicht, wie es sonst gehen soll. Hat es jetzt zweimal funktioniert, sollte auch ein drittes Mal funktionieren. So, jetzt sind sie weg. Wechseln wir mal zu She-Hulk. Macht er wieder seine Moves hier. Wie immer. Oh, hat She-Hulk nochmal zerrissen. Hat auch einen Damage, der Law. Ich glaube, er macht es jetzt auch ein viertes Mal. Jetzt geh endlich mal drauf. Ich will echt jetzt Zeit, dass man drauf geht. Oh, man hat so echt keine Kontrolle in so einem möglichen Kampf. Wo ist. Oh! Hier sind immer alle sterben ohne Ende, ne? Jetzt geh mal drauf, komm. Na endlich. Das war's, Mordo. Her mit dem Buch. Niemals. Oh, weg ist er. Wow, das war jetzt irgendwie seltsam. Das war nicht mal das Verrückteste, was ich in Manhattan erlebt habe. Aber das erzähle ich später. Nochmal danke, mein Freund. Was würde ich nur ohne dich machen? Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Jetzt, geht und tretet Kang ordentlich in den Hintern. Ich beschütze das Sanktum vor jedem weiteren Angriff. Hä? Ja, Staubsaugen. Gut, Mission geschafft, würde ich mal behaupten, oder? War ja auch lange Zeit, aber noch schon ein zähes Stück der Endkampf da. War jetzt wirklich nicht schwer, man kann ja prinzipiell sowieso nicht drauf gehen, ne? Aber es zieht sich doch ein bisschen. Level abgeschlossen, Runenmagie. So, dass wir ja das Lied gefunden haben, wissen wir. Ich weiß, wo er ist, weil ich bin nicht reingekommen. Und den zweiten goldenen Stein haben wir auch. Bisschen Erfolg. War in der Mission relativ einfach, alle Münzen zu sammeln. Also alle Steinchen. Ja. Sehr schön. Dann würde ich mal behaupten, im nächsten Part geht es natürlich nahtlos weiter hier in der nächsten Mission. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye.